Wir bauen hier in Onderemfelden die neue Glasfaser für die L-Station. Ihr seht gerade den Unterteil, der hier steht. Das ist die Kabelwanne, die hat rund 12 Tonnen. Obendran die Glasfaser, der Raum dazu, der hat rund 22 Tonnen. Hier kommen alle Glasfasern von der ganzen Gemeinde Onderemfelden. Aus allen Wohnungen raus führen wir die hier zentral und führen die nachher wieder zum Höpp auf Aarau in den Eniwa. Schlussendlich können Kunden von Onderemfelden wählen, welchen Provider sie dann auf dem gigaschnellen Internet abonnieren wollen.